Hallo, meine Lieben, und nochmal die Irre aus Luxemburg ist da. Ha, ha. Ja, ich weiß, ich bin bekloppt. Man muss mich aus der Sonne holen. Aber ich habe diese Woche noch ein ganz liebes, süßes Päckchen bekommen und das hat mich auch mega gefreut, weil das ist auch eine eigentlich stille Abonnentin. Sie kommentiert ab und an, sie schreibt mir ab und an und ist so eine liebe, liebe, liebe Person, eine ganz, ganz liebe, herzliche Person. Und ich mag sie sehr gerne und sie hat mir ein kleines Päckchen geschickt. Sie hatte mir vor etlicher Zeit schon mal geschrieben, dass sie Papiere macht selber und ob ich gerne welche haben möchte. Und bei Papier, da setzt bei mir der Verstand aus, ich muss Papier, wie das Krümelmonster mit Kekse oder Papier. Bin ich süchtig nach. Also Papier ist eine meiner vielen Süchte. Mag ich sehr gerne. Und als ich das Papier jetzt bekommen habe, war ich natürlich mega begeistert, weil das ist wirklich so, so schön. Also mega cool. Und ich habe auch eine ganz tolle Karte bekommen. Und zwar diese hier, die ist mit dieser super Stanze vom Action, glaube ich, ist die, gemacht mit der Uhr. Die habe ich ja auch, aber noch nie benutzt. Ich bin ein Durstbottle. Ich wollte die unbedingt haben und dann mache ich nichts mit. Und da war ein ganz, ganz süßer Brief drin. Und ich hatte sie gefragt und ich darf es vorlesen. Und von wegen Sauklaue. Die hat so eine schöne Schrift. Ne? Bei mir sieht das aus, als ob eine Horde Wildschweine übers Papier gelaufen wäre. Aber, oh mein Gott, mein Mann fällt über den Kater. Der arme Kater. Ich trinke einen Schluck. Okay, ich habe jetzt schon zwei Videos hinter mir. Ich habe einen trockenen Hals. Einen schönen, drischenden Hals. Ja, so ein Ding. Ich muss nur plötzlich, wo ich mein Video mache, weil da tun sie alle gut gesund, dass ich sterben muss. Ja. Mein Mann pennt. Na gut. So, das heißt, ich kriege keinen Kaffee, er pennt jetzt. Okay, ich lese euch das jetzt mal vor. Das ist wirklich total niedlich und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Sehr, sehr, sehr. Und bevor ich anfange, noch mal ein bisschen Tacheles geredet. Ich freue mich auch über eine Karte. Ich freue mich über einen Brief, über ein paar nette Worte, über selbstgemachte Papiere. Ich freue mich über alles. Also nicht, dass ihr jetzt mal, ihr versteht, wenn ich das hier vorlese, warum ich das sage. Es geht nicht um die Größe des Paketes. Es geht nicht um den Inhalt des Paketes. Also doch schon ein bisschen, wenn es, na, es sind einige Sachen, die gefallen mir halt besser wie andere, ist ja klar. Aber diejenigen, die meine Abonnenten sind, die wissen, was mir gefällt und was mich glücklich macht. Ne? Und ja, aber es ist mir wichtig, dass, wenn es von Herzen kommt und es ist eine liebe Karte, ein lieber Brief, ein keine Ahnung was. Ich freue mich über alles gleich. Es ist wirklich so schön, dass ihr an mich denkt. Das hätte ich nie erwartet. Vor einem Jahr, als ich angefangen habe, hätte ich das nie gedacht. Nie. Ich habe gedacht, ja, was wollen die von dir eigentlich? Weil du sitzt ja nur vor der Kamera, du machst nichts. Du quatschst nur ein bisschen kariert in die Kamera und das war's. Aber anscheinend bringt das ja sehr vielen Leuten Freude und das freut mich dann wiederum. Klar, ist ja normal, ne? So, jetzt lese ich euch das mal vor, dann versteht ihr vielleicht dieses alberne Vorgerede jetzt hier, ne? Also, hallo liebe Kochin, auf diesem Wege wollte ich mich bei dir bedanken dafür, dass mein Arbeitstag noch so bescheiden sein kann, ich aber trotzdem lächeln kann, wenn ich abends deine Videos schaue. Süß, dankeschön. So sympathisch und vor allem authentisch sind nicht viele Menschen, die so auf YouTube unterwegs sind. Ich liebe, liebe, liebe deine chaotischen Halls und die Gesichtskirmes, die bei dir passiert, wenn du dich über dich selbst ärgerst. Ja gut, die passiert ja nicht nur, wenn ich über mich selbst ärgere, sondern die ist eigentlich dauernd dabei. Ne? Ich mache dauernd irgendwelche Grimassen, das ist halt so. Schlaf, du. Und der lacht sich hier tot. Also, ja. Wieder Gesichtskirmes. Mit dem Umschlag sind die angedrohten Papiere gelandet, die ich selbst designt habe. Es sind zwar nicht viele, aber ich weiß ja nicht, ob sie deinen Geschmack treffen oder ob du sie überhaupt gebrauchen kannst. Also, ich zeige sie euch gleich. Sie sind mega schön, wirklich. Also dachte ich, bevor ich hier noch wochenlang wische und stempele, schicke ich dir meine ersten fertigen Exemplare an. Da bin ich sehr stolz drauf, dass die für mich waren. Sehr stolz. Außerdem hat die Neugier gesiegt, ob sie dir gefallen und die Ungeduld, dir diesen Brief zu schreiben. Süß. Das konnte einfach nicht länger warten. Bleib so, wie du bist. Ich mag dich so. Ganz liebe Grüße und einen Knuddler sendet dir Maggie. Und von wo sie ist, spielt ja keine Rolle. PS auf der Rückseite. Jetzt hat der Luftpolsterumschlag doch glatt 4 Wochen hier rumgelegen und ich habe es einfach nicht zur Post geschafft. Gar kein Problem, bei mir liegen die Päckchen auch schon länger rum. Ne? Das ist halt so. Manchmal haben andere Dinge eben Vorrang. Ne? Und die arme Kleine, die arbeitet ja auch viel und schwer und deshalb gar kein Thema, Süße. Alles gut. Gott sei Dank, sage ich da nur. Und jetzt kommt das, wovor ich euch jetzt gerade gewarnt habe. Gott sei Dank, sage ich da nur, denn wenn ich sehe, was du für tolle Päckchen
zugesendet bekommst, hätte ich glatt ein schlechtes Gewissen bekommen, dir nur die popligen Papierchen zuzusenden. Hör auf damit, sonst muss ich dich irgendwann hauen kommen. Ich habe euch gesagt, ich freue mich über alles. Und es ist wirklich nicht die Größe oder was auch immer. Wirklich nicht, glaub mir das. Ich freue mich über jedes Zeichen, jeden Liebesbeweis, jeden Sympathiebeweis, den ihr mir schickt. Wirklich, es ist, also... Ich hoffe, du kannst die Beauty Blender besser gebrauchen als ich, obwohl du schon eine ganze Schublade voll davon hast. Ja. Mir ging es nur um die tollen Pinsel zum Inkblenden. Ja, so, heute werde ich mich aber wirklich zur Post begeben. Liebe Grüße nochmal, Maggie. Das ist die liebe Margaret. Und ja, wie gesagt, es ist eine ganz, ganz liebe, aber... Hör bitte auf, es ist wirklich wunderschön, das Papier. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die ersten fertigen Exemplare deines Papiers bekommen habe. Und es hat mich sehr gefreut, wirklich sehr. Und guckt mal, jetzt zeige ich sie euch. Da hat sie embossed, dann hier abgerissen, mit Stempelfarbe gewischt und beinkt. Richtig schön. Und dann hat sie mir solche Backpapiere mit Stempeln versehen und auch beinkt. Guckt euch das mal an, das ist richtig cool. Und die Konsistenz von diesem Papier, diese Haptik, ne, das ist einfach mega. Das ist wirklich dieses Butterbrotpapier und dann schaut mal die Kanten so schön, wo sie gefaltet sind, beinkt. Und das ist ein richtig großes Stück, da kann man wunderschön eine Journal-Seite damit machen oder Umschlag sogar kann man das benutzen. Sehr schön. Dann hier nochmal das gleiche Papier, ein bisschen kleineres Stück, aber auch, schaut mal hier mit diesen Stempeln und herum hat sie sich da die Mühe gemacht. Sogar auf der anderen Seite, da weiß ich ja gar nicht, welche Seite ich benutzen soll, ne? Mit diesen Schmetterlingen, richtig schön. Und schaut mal, die Kanten sind richtig schön auf alt getrimmt. Jedes Detail beachtet, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann hat sie mir auch noch solche Butterbrottütchen designt, auch mit der Stempelfarbe und hier mit diesem tollen Motiv drauf. Das gefällt mir unheimlich gut. Wirklich sehr, sehr schön. Und hier eins meiner Lieblingsmotive mit diesem Steampunk-Gedöns da. Ich mache jetzt ein Steampunk-Channel einmal jetzt. Da kann ich das sehr gut gebrauchen. Und dann das hier ist natürlich auch der Hammer. Guckt mal, mit diesem tollen Stempel. Den habe ich mir übrigens jetzt auch bestellt. Du hast mich angefixt, Margret, mit diesem Stempel. Der habe ich so lange gesucht, bis ich den gefunden habe oder so ein ähnliches. Und der ist richtig toll. Auch für Meeresjournals. Und dieses hier noch mit dieser Tante da im Ecken. Da ist so eine Tante drauf. Nicht meine Tante, aber eine. Ja. Und dann noch hier dieses kleine war dabei, auch mit den Zahnrädern. Auch richtig, richtig schön. Also diese Papiere alleine wären schon der Hammer gewesen. Ne? Die sind so schön, so mega schön. Nein, das hat natürlich nicht gereicht. Ihr habt ja im Brief gehört. Ne? Da hat sie mir noch zweimal diese Brushes mit den Blendern eingepackt. Von denen habe ich jetzt wirklich genug. Danke. Ich muss das immer dazu sagen, weil... Also sogar dreimal. Hier ist noch eine. Und dann hat sie mir, das zeige ich euch gleich, ne? Hier ist noch so ein Make-up-Pinsel aus dem Action. Wisst ihr, diese Kombi-Pinsel, ne? Oben mit diesem breiteren und dann unten sind dann diese vielen, diese kleinen drin. Ne? Die finde ich auch toll. Ich habe sie zwar schon einmal, aber die kann man ja nicht genug haben von diesen Pinseln. So, und dann hat die liebe Süße mir natürlich auch, jeder denkt an meine Leidenschaft und ich komme einfach nicht dazu, es zu machen. Ne? Ich rede ja schon dauernd von dieser Hexenapotheke, ich komme einfach nicht dazu. Es ist der Wahnsinn, bei uns ist der Teufel los im Moment. Heute hatten wir die Arbeiter da, so einmal dieses Set, Glasfläschchen. Dann einmal hier die ganz kleinen, die sind total putzig, schön. Und da ich ja auch nicht zum Teddy komme, weil wir ja keinen haben oder nicht so oft, bin ich dann immer sehr froh über Sachen aus dem Teddy, ne? Ist ja klar. So. War ich auch ewig nicht mehr, diese kleinen. Ja, wir hatten noch die Arbeiter da, die den Kostenvoranschlag machen sollen, um hier alles in den Klump zu hauen. Da wird ja Durchbrüche gemacht und Fliesen raus. Entschuldigung, ich hopple hier rum. Ach, hören wir mal gucken. Das war sehr lustig. Der eine hat Französisch drei Wörter geredet, der andere hat Deutsch drei Wörter geredet. Mein Mann versteht kein Französisch und ich habe sein Deutsch nicht verstanden. Dann haben sie auf was haben sie da geredet? Rumänisch, gell? Oder was? Nein, da war kein Polen. Na, Jugoslawisch war es. Jugoslawisch geredet und das kann ich nicht. Also ich fange jetzt nicht noch an, Jugoslawisch zu lernen. Ne? So, nein. Naja, gut. Irgendwie kommen wir schon miteinander aus. Ne? Auf jeden Fall haben sie verstanden, was ich wollte. Denn sie haben ja, 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 ja gesagt. Also ich hoffe mal, dass das dann auch ja, ja heißt und sie das machen, was ich möchte.
Ne? Mein Mann ist weg. Er schwebt in höheren Gefilden irgendwie. So, dann habe ich noch diesen ganz tollen Duftbeutel bekommen. Der riecht richtig cool. Also das ganze Päckchen hat danach gerochen. Richtig schön. Das ist Rose. Flower Festival Rose. Sehr schön. Finde ich toll. Also wenn ihr komische Geräusche hört, das ist nicht mein Mann, der gerade abnippelt, sondern das sind die Fische im Hintergrund. Ne? Nicht, dass da jetzt noch verkehrter Verdacht drauf kommt. Und dann hier, guckt mal. Ein ganzes Päckchen voll von diesen Blenderpinseln. Aber meine kleine, liebe, süße Margaret, die kannst du auch nehmen zum Verblenden. Die sind ganz toll, die sind ganz weich. Die kann man auch zum Ink verblenden nehmen, zum Wischen, zum Schablonieren, zum weiß der Geier was. Und diese kleinen hier, die sind ganz gut für ganz filigrane Sachen. Da guck mal. Ich glaube, da hast du mir ein bisschen voreilig die ganzen Wischer geschickt. Ne? Die kann man wirklich gut gebrauchen zum Basteln. Jawohl. Aber ich habe meiner Tochter auch ein paar gegeben. Ne? Es waren dermaßen viele. Ich habe dir auch eine Handvoll mitgegeben, in die Hand gedrückt. Eine Handvoll in die Hand gedrückt. Ja, oder so. Das war das super süße, liebe Päckchen von der lieben Margret. Vielen, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, die Papiere alleine sind schon der Hammer. Die hätten mich schon unglaublich alleine im Herzen erfreut. Die ganze Zugabe, der liebe Brief und ach, ich bin auch in E-Mail-Kontakt mit ihr und es ist einfach schön. Ne? So, ihr Süßen, dann lasse ich euch mal wieder. Das war das dritte Video. So langsam kriege ich Kratzen im Hals. Aber ich habe noch eine Pinkbox, ich habe noch eine Glossybox, ich habe noch eine Degusta-Box und ich habe noch ein wundervolles Abonnenten-Zuschauer. Abonnenten, Freunde, Zuschauer, eine Liebespost. Ja, die werde ich jetzt auch noch abfilmen. So, ihr Süßen, Küsschen aufs Schnüsschen, in alter Frische. Bald wieder bei euch, die Irre aus Luxemburg. Mua. Tschüss.